dass Sie wieder dabei sind, liebe Zuschauer, und Ihre Zeit gemeinsam auf der Zeitreise mit mir verbringen wollen. Ich begrüße Sie heute aus Neubuko, dem uralten Ackerbürgerstädtchen, wie es früher hieß. Ja, und heute Neubuko sieht anders aus. Übrigens, falls Sie nicht wissen, wo Neubuko liegt, ungefähr auf der halben Strecke zwischen Rostock und Wismar. Es ist nur ein Katzensprung bis an die Ostsee dort lang. Und übrigens, die Kirche hat heute auch eine Bedeutung in dieser Sendung. Der kleine Ort Neubuko hatte zu Beginn des neuen Jahres bereits ein großes Fest. Es jährte sich der 200. Geburtstag ihres Sohnes, der weltbekannt war, der berühmt war und der sicherlich viele, viele heute noch zum Nachdenken bewegt. Der Geburtstag von Heinrich Schliemann. Natürlich dem weltbekannten Archäologen, von dem ich Ihnen heute seine Geschichte erzählen möchte. Und bei den Recherchen zur Gestaltung dieser Sendung habe ich vieles erfahren über Neubuko. So zum Beispiel auch, dass es noch mehrere Leute gibt, wo man einmal genauer hingucken sollte. Und auch da möchte ich Ihnen zwei noch extra vorstellen. Der eine, das war der in seiner Zeit zu den besten Uhrmachern ganz Deutschlands gehörte. Und der andere war ein Pionier der Elektrotechnik und der Funkgeschichte. Neugierig geworden? Na dann, herzlich willkommen in Neubuko. In die Geschichte ist er eingegangen als weltberühmter Archäologe und Forscher. Galt zum Beispiel auch für lange Zeit als der Entdecker des antiken Trojas. Aber über ihn gibt es noch sehr viel mehr Interessantes zu berichten. Doch der Reihe nach. Geboren im Pfarrhaus zu Neubuko als fünftes Kind der Familie. Sein Geburtstag jährte sich am 6. Januar 2022 zum 200. Mal. Denn zu jener Zeit war sein Vater Ernst Schliemann Pastor im Ort. Doch in Neubuko lebte Heinrich nur ein gutes Jahr. Die Familie ging nach Ankershagen, gelegen am Rande des heutigen Müritz-Nationalparks zwischen Müritz und Tollensesee, der nächsten Wirkungsstätte seines Vaters. Übrigens, hier lebte im 18. Jahrhundert der Poet Johann Heinrich Voss als Hauslehrer. Er war berühmt für seine Übersetzung der Epen von Homer wie Elias und Odyssee. Diese sollten auch Schliemann ein Leben lang begleiten. 8 Jahre seiner frühen Kindheit verbrachte er dort ab 1823. Bereits 1831 starb seine Mutter Luise. Kurzzeitig lebte er nun bei seinem Onkel in Kalkhorst bei Grevesmühlen. Dieser war ebenfalls Pastor. Die nächste Station für ihn war dann von 1833 bis 36 Neustrelitz. Das dortige Carolinum-Gymnasium musste er schnell wieder verlassen, da sich die Familie nur die billigere Realschule leisten konnte. Weiter ging es nach Fürstenberg an der Havel, wo er bis 1841 in einem Krämerladen seine Lehrzeit absolvierte. Eine Gedenktafel erinnert daran. Anschließend kam er nach Rostock, um hier die Buchführung zu erlernen. Quartier hatte er in der kleinen Wasserstraße 17. Er verließ aber Mecklenburg und versuchte in Hamburg sein Glück als Lagerarbeiter in Altona. Dort heuerte er als Schiffsjunge auf der Brigg Dorothea an, die ihn nach Venezuela segeln sollte. Doch es kam bereits vor der holländischen Küste zum Schiffbruch, sodass er zwischen 1842 und 1845 in Amsterdam blieb. Er wurde kaufmännischer Angestellter bei der Firma Schröder. Hier begann er mit dem Farbstoff Indigo zu handeln. Dieser kostbare Farbstoff machte ihn zum Multimillionär. Das Blatt hatte sich also für ihn gewendet. Er begann, sich für Sprachen zu interessieren, beherrschte im Verlauf seines Lebens mehr als 18 Sprachen. Im Januar 1846 begab er sich in das russische Zarenreich, das zu dieser Zeit von Alexander II. Regiert wurde. Schliemann zog im Auftrag der Schröder-Firma als Kaufmann nach St. Petersburg, wo er mit Baumwolle, Tee, Papier und Kriegsmaterialien handelte. Dort eröffnete er 1847 im Alter von 25 Jahren sein eigenes Handelshaus, wurde schließlich russischer Staatsbürger. Hier in Russland erzielte der junge Heinrich
besonders hohe Gewinne. Einige Jahre später, 1850, wurde Schliemann US-Bürger, traf sich mit dem 13. Präsidenten der Vereinigten Staaten, mit Millard Fillmore. In Kalifornien, in den ungestümen Zeiten des dortigen Goldrausches, konnte er sein Vermögen weiter vervielfachen. Er versuchte sich erfolgreich als Bankier, gründete dort 1851 in der Goldgräberstadt Sacramento die Bank Henry Schliemann und war mittendrin im Goldhandel. Auf der Rückreise 1852 nach Russland durchquerte er Mecklenburg und besuchte seine Familie. Stationen waren unter anderem Schwerin, Rostock, Wismar, Grevesmühlen, Kalkhorst, Doberan, Güstrow und natürlich Ankershagen. Mit dem Schraubendampfer Erbgroßherzog Friedrich Franz ging es dann zurück nach Kronstadt, St. Petersburg, wo er seine erste Frau, die Kaufmannstochter Jekaterina Petrovna Luschina, heiratete. Von 1853 bis 1856 tobte auf der Krim ein Krieg zwischen Russland und dem Osmanischen Reich. Schliemann belieferte die zaristische Armee mit Rohstoffen. Dazu gehörte auch der Handel mit Salpeter, der für die Pulverherstellung benötigt wurde. Dies war für ihn eine weitere Goldgrube. Inzwischen war Schliemann mit 41 Jahren mehrfacher Millionär und einer der vermögendsten Kaufleute Europas. Er war ein gemachter Mann. Mit 46 Jahren löste er dann seine Handelsunternehmungen auf, um ein neues Leben zu beginnen. Er studierte Altertums- und Literaturwissenschaften sowie Philosophie in Paris. Unternahm ausgedehnte Bildungsreisen rund um die Erde und konnte sich auf Reisen seinem Bildungshunger und den Schriften der Antike widmen. Besonders faszinierte ihn seit seiner frühen Jugend dabei der griechische Dichter Homer mit seinem Epos Ilias, welches die große Geschichte des Kampfes um Troja beinhaltet. Er wollte Griechenland erforschen, das Geheimnis um Troja lüften, das er auf dem Hügel Hisarlik im Osmanischen Reich vermutete. Schliemann verschrieb sich total der Archäologie oder dem, was er darunter verstand. 1869 heiratete er in zweiter Ehe die 17-jährige Sophia Engastromenos aus Athen. Im selben Jahr erhielt er von der Universität Rostock die Promotion, dies allerdings in Abwesenheit. Mit seiner um 30 Jahre jüngeren griechischen Frau ließ er sich ein Jahr später endgültig in Athen nieder. Ihr Wohnsitz war der Palast von Ilion. Nachdem aus Konstantinopel, der damaligen Hauptstadt des Osmanischen Reiches, für Schliemann die Ausgrabungslizenz eintraf, begann er nun 1870 auch mit seinen Troja-Grabungen auf dem bereits genannten Hügel Hisarlik. Hier glaubte er 1873 in der Burg Ilion den Schatz des Priamos gefunden zu haben und grub mehr als 8000 wertvolle Gegenstände aus. Seine Frau Sophia war bei den Grabungen oft mit dabei. So kam es auch, dass sie gerne auch Teile des Goldschmucks vorführte. Mehrmals war er in seinem Troja, um weitere Bereiche auszugraben und freizulegen. Troja war Zeit seines Lebens seine wichtigste Grabungsstätte. Spätere Grabungen machte er auch in Mykene, wo er die goldgefüllten Schachtgräber, die sogenannten Königsgräber, einschließlich des Grabes des Agamemnon fand. Weitere bedeutende Stationen seiner Grabungen waren auch die in Orchomenos und in Tyrins. In Berlin erhielt Schliemann 1881 die Ehrenbürgerwürde der Stadt. Es war auch ein Dank dafür, dass er entgegen den Abmachungen mit der Regierung des einst so mächtigen Osmanischen Reiches, welches am Zerfallen war, große Teile seiner Troja-Beute außer Landes nach Berlin geschmuggelt hatte und dies dem deutschen Volke schenkte und sie nun im Museum für Völkerkunde zugänglich waren. Wie zum Beispiel auch der schon erwähnte Schatz des Priamos. Und auch der mecklenburgische Großherzog ehrte ihn, zeichnete ihn im gleichen Jahr mit der Goldmedaille für Kunst und Wissenschaft aus.
1863 machte er auf einer Reise noch einmal Station in seiner Geburtsstadt Neubuco, übernachtete dort im heutigen Ostseehotel. Auf der gleichen Tour zog es ihn auch noch einmal für 6 Wochen zu seiner Familie, in den Ort seiner Kindheit, zurück in das mecklenburgische Ankershagen. Heinrich Schliemann, Kaufmann, Multimillionär, Weltreisender und Ausgräber, starb unerwartet 1890 in Neapel, auf der Rückreise nach Troja. Ursache war eine in Halle beim ersten deutschen Professor für Ohrenheilkunde durchgeführte Operation, die Schliemann aber nicht richtig ausheilen ließ. Er wurde 68 Jahre alt. Seine letzte Ruhestätte ist das Mausoleum, das auf dem ersten Athener Friedhof steht. Auch wenn sich in neuerer Zeit herausstellte, dass es nicht der Schatz des Priamos war, den er gefunden hatte, sondern dieser noch viel älter war, so ist er doch bis heute einer der berühmtesten Archäologen der Welt. Auch in seiner mecklenburgischen Heimat gedenkt man ihm an verschiedenen Orten, zum Beispiel in Schwerin, in Ankershagen, in Kalkhorst bei Grevesmühlen, in Neustrelitz mit einem Gymnasium, das seinen Namen trägt, in Rostock, wo es an der Universität ein Schliemann-Institut gibt und natürlich auch in seiner Geburtsstadt Neubuco. Doch Neubuco ist mehr als Heinrich Schliemann. Auch bei der nächsten Persönlichkeit des damaligen kleinen Ackerbürgerstädtchens begeben wir uns ins 19. Jahrhundert. Sicherlich werden selbst Neubucoer Einwohner überrascht sein, wenn ich sage, dass aus ihrer Stadt einer der bedeutendsten Präzisionsuhrmacher des 19. Jahrhunderts stammt. Christian Friedrich Tiede wurde 1794 in Neubuco geboren, in der Knesener Straße 1, Ecke am Markt. Eigentlich sollte er, wie sein Vater, im Schlosserhandwerk tätig werden. Doch er absolvierte aus gesundheitlichen Gründen eine Ausbildung im Uhrmacherhandwerk. Dies in Wismar beim Uhrmachermeister Oldenburg. Übrigens, bis Mitte des 16. Jahrhunderts gab es noch eine historisch bedingte berufliche Verwandtschaft beider Gewerke. Die Uhrmacherzünfte waren erst im Entstehen, sodass auch noch die Schlosser damals das Recht hatten, Uhren zu bauen. Nach seiner Ausbildung ging Tiede auf Wanderschaft. Zunächst nach Braunschweig, wo er in seiner freien Zeit seine erste Ankertaschenuhr baute. Es folgten Leipzig und Dresden. Dies beim königlichen Hofuhrmacher Johann Christian Friedrich Gutkees Senior, wo er auch Freundschaft mit dem Uhrmacher und Erfinder Ferdinand Adolf Lange schloss. Als selbstständiger Uhrmacher wollte er sich in Rostock niederlassen, doch die dortige Uhrmacherzunft bereitete ihm Schwierigkeiten, sodass sich Tiede 1825 veranlasst sah, nach Berlin überzusiedeln. Hier eröffnete er ab 1826 sein Geschäft in der Charlottenstraße gegenüber dem französischen Dom, wo er sein erstes Taschenchronometer baute. Neben Chronometern stellte er auch Sekundenregulatoren her. 1828 wurden die Gebrüder Humboldt auf Tiedes Uhren aufmerksam und ließen sein erstes Taschenchronometer prüfen. Daraufhin veranlasste König Friedrich Wilhelm III., dass Tiede die Zeitmesser für die neue Sternwarte in Berlin bauen sollte. Projektiert wurde diese von Karl Friedrich Schinkel. Um diese Präzisionspendeluhren für Sternwarten bauen zu können, benötigte er eine spezielle Drehbank, die er von der preußischen Regierung geschenkt bekam. Im Jahre 1838 wurde der Neubucoer Tiede zum königlich-astronomischen und Hofuhrmacher des Preußenkönigs ernannt. Ein weiteres neues Projekt der Regierung war der Bau von Marinechronometern für Schiffe der preußischen Marine. Erneut war es der Geheimrat Christian Beuth, Ehrenmitglied der Preußischen Akademie der Künste, der dafür eine neue, größere Drehbank als Geschenk übergab. An die Navigationsschulen, unter anderem in Stralsund, Danzig und Stettin, sowie an die Bonner Sternwarte, lieferte Tiede Präzisionspendeluhren. Neben den ca. 350 Marinechronometern fertigte er auch feine Pendeluhren mit einer Schwerkrafthemmung und astronomische Pendeluhren, die weltweit zum Einsatz kamen.
Bei der Gewerbeausstellung von 1844 im damaligen Zeughaus von Berlin war Tiede Mitglied der Jury und erhielt später eine Goldmedaille für seine Exponate. Für seine Verdienste bekam er 1846 den Roten Adlerorden vierter Klasse verliehen. Mit seinem umfangreichen Wissen unterstützte er die befreundeten Uhrmacher in Glashütte. Karl Kohl und seinen langjährigen Freund, den Begründer der Glashütter Uhrenindustrie, Ferdinand Adolf Lange. Christian Friedrich Tiede verstarb im 84. Lebensjahr 1877 in Berlin. Noch einmal wollen wir durch das alte Neubuko bummeln. Vom Marktplatz aus sind wir umgehend in der Wismarschen Straße. Hier wurde 1876 ein weiterer berühmter Neubukoer, der der Sohn eines Kaufmannes war, geboren. Die Eltern betrieben ein Manufakturwarengeschäft in dieser Straße. Sein Name Rudolf Goldschmidt. Nach dem Schulabschluss mit Abitur begann er ein Studium der Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Charlottenburg, wechselte aber bald nach Darmstadt an die dortige Technische Hochschule, wo es den weltweit ersten Lehrstuhl für Elektrotechnik gab. Dieser wurde geleitet von Erasmus Kittler, der ein deutscher Elektronikpionier und Physiker war. Rudolf Goldschmidt schloss 1898, also 22-jährig, sein Studium als Diplom-Ingenieur mit Auszeichnung ab. In seiner Heimatstadt Nabucco blieb er übrigens Besitzer des Manufakturladens der Familie in der Wismarschen Straße. Anschließend ging er für 2 Jahre in die USA, nach Pittsburgh. Hier war er als Chefingenieur bei der großen Elektrofirma von Westinghouse, dem Miterfinder des Wechselstroms, tätig. Auch Goldschmidt sah im Wechselstrom die Zukunft der Elektroindustrie. Als einer der ersten erschien von ihm 1908 eine Schrift zum Wechselstrommotor. Zurückgekehrt nach Deutschland arbeitete er bei einem der weltweit größten Elektrokonzerne, bei der AEG in Berlin. An der TH Darmstadt promovierte er 1907 zum Dr. Ing. 4 Jahre später, also 1911, erhielt Goldschmidt den Titel eines Professors an der TH Darmstadt. Kurze Zeit später zog er mit seiner Familie nach Berlin und lehrte auch hier als Professor an der Technischen Hochschule Berlin. Bereits 1908 entwickelte er eine Hochfrequenzmaschine, die nach ihm benannte Goldschmidt-Lichtmaschine. Eine optimierte Bauform eines Maschinensenders, der elektromagnetische Wellen produziert. Eine englische Gesellschaft erwarb dafür die Patente. Diese Maschine kam bei den frühen Rundfunksendern zum Einsatz und war der Grundstein für eine drahtlose Nachrichtenübertragung. Die ersten Versuchsstationen entstanden, wie die in Eberswalde, wo bei den größeren Versuchen auch Goldschmidt anwesend war. Eine weitere Versuchsanlage existierte ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Nauen. Über den Sendeturm Königs Wusterhausen wurde bereits am 22. Dezember 1920 illegal ein Weihnachtskonzert ausgestrahlt. Von dort kam dann auch 1923 die erste offizielle Rundfunksendung. Deutschland war somit nach den USA und Großbritannien das dritte Land mit einem regelmäßigen Rundfunkprogramm. 1911 erschien Goldschmidts Fachbuch zur drahtlosen Telegrafie. Zur gleichen Zeit wechselte er in die funktechnische Industrie. Zunächst war er dort Leiter der Firma Hochfrequenzmaschinen AG Berlin, eine Tochterfirma der Lorenz AG, einem Betrieb in Berlin-Tempelhof, der bahnbrechend auf dem Gebiet der drahtlosen Telegrafie war. Goldschmidt wechselte bald in die Hauptfirma. Mit der Technik und der Hilfe von Rudolf Goldschmidt begann man mit dem Bau von Funkstationen in Deutschland und in den Vereinigten Staaten, dort im Staat New Jersey in Tuckerton. In Deutschland stand diese Antennenanlage in Alvese, einem kleinen Ort in der Nähe von Hannover im Toten Moor. Es sollte die erste drahtlose Kommunikation zwischen Deutschland und den USA werden, die durch einen 100 Kilowatt Goldschmidt-Generator zustande kam. Dazu war er auch persönlich in Tuckerton. 2 Antennenanlagen von je 250 Meter Höhe, die eine in Deutschland und die andere in Amerika, bildeten die Pfeiler für die erste Funkbrücke über den Atlantik. Beide Stationen wurden 1914, also mit Goldschmidts Maschinen, fertiggestellt. Weitere Stationen sollten folgen.
Die empfangenen Daten wurden dann mit einem neuartigen Tonrad, das ebenfalls Goldschmidt entwickelte, empfangen und entschlüsselt. Dies geschah, um die deutsche Empfangstechnik für den Empfang ungedämpfter Wellen anzupassen. Eingeweiht wurde diese Anlage, dieser erste Überseesender, schließlich mit einem Austausch von Telegrammen zwischen Kaiser Wilhelm II. Und dem US-amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson. Es begann ein neues Zeitalter in der Nachrichtenübermittlung. Auch bei der Firma Telefunken, die die Sendestation in Nauen betrieb und ebenfalls Pionier des Rundfunks war, ging er ein und aus. Gemeinsam mit Albert Einstein erfand er verschiedene elektroakustische Geräte. Noch 1933 erhielten sie zum Beispiel ein Patent für die Konstruktion eines Lautsprechers. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten emigrierte Goldschmidt im Frühjahr 1934 mit seinen Söhnen nach England. Goldschmidt ließ sich in Birmingham nieder und starb 1950 im Alter von 74 Jahren in London an einer Krebserkrankung. Doch nun zurück zum Anfang unseres Besuches in Neubuko. Wieder zurück zum Anfang unserer Sendung zu Heinrich Schliemann. Wir sind in der Schliemann-Gedenkstätte. Neben mir die Leiterin der Gedenkstätte, Frau Katja Winger. Und ich sage erstmal Dankeschön, dass wir kommen sollten, dass Sie den Stress vielleicht schon wieder hinter sich haben, der ganzen Feierlichkeiten. Und gratulieren will ich auch. Schliemann statt Neubuko. Klingt gut. Wie haben Sie denn das gemacht? Ja, also das war natürlich gar keine so einfache Sache. Also dem Ganzen ging ein Entscheid unserer Bürgerschaft voraus. Also die Bürgervorsteher mussten sich dazu bekennen, diesen Antrag zu stellen. Denn da kommen natürlich auch Kosten auf einen zu. Wir haben ja die Ortseingangsschilder erneuert. Und auch im Briefverkehr wird vieles angepasst. Also die Stadt hat jetzt einfach einen neuen Namen, so wie verschiedene Hansestädte und so weiter. Wissen Sie, warum ich frage? Ja. Also wenn ich das richtig weiß, ist ja Schliemann mehr als anderthalb Jahre nicht hier zu Hause gewesen. Ja, aber ist natürlich hier geboren. Und das ist erstmal sehr viel wert, denn sonst hätten wir Schliemann nicht gehabt. Und dann hat Neubuko sich auch immer zu Schliemann bekannt. Also es gab hier durchgängig seit den 1920er Jahren eine Schliemannstraße zum Beispiel, die auch in der DDR-Zeit nicht umbenannt wurde. Es gab und gibt Schliemann-Schulen, wir haben einen Schliemann-Verein und so weiter. Also er ist auch im Stadtbild sehr präsent und hat sich auch selber immer mal wieder nach Neubuko begeben, hat auch seiner griechischen Familie später seine Heimat gezeigt. Also es gab schon noch eine gewisse Verbindung und wir sind auch stolz, dass er der berühmteste Sohn der Stadt ist. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als Rostocker bin ich stolz darauf, dass Sie diesen Namen hier tragen können. Und Schliemann ist der Punkt, womit Neubuko natürlich weltweit bekannt ist. Mit wem sind Sie denn bekannt in Bezug auf die Schliemann-Gedenkstätten und Museen überall, vielleicht im Lande? Ja, also unsere Verbindungen sind natürlich vielfältig. Wir haben sehr gute Verbindungen zum Heinrich-Schliemann-Institut der Uni Rostock. Ja. Also der Name ist natürlich schon verdächtig. Von denen stammen auch unsere schönen Funde, die wir hier in der Ausstellung zeigen. Also die Originalfunde aus Troja und die Repliken der Goldfunde aus Mykene. Damit wir einfach auch ein bisschen schönes Gold zeigen können, was natürlich mit Schatzsuchern immer ganz gut ist. Und sehr gute Verbindungen haben wir natürlich auch nach Ankershagen zu unserem großen Schwesternmuseum, wo wir auch Sonderausstellungen austauschen und uns beraten und kooperieren. Sie haben es gerade gesagt, die Verbindung zur Universität Rostock. Wenn ich das richtig weiß, sind diese Gegenstände, die hier zu sehen sind, aus Rostock ausgeliehen oder für Dauer? Genau. Wir haben gerade die Leihverträge nochmal aktualisiert. Die sind jetzt unbefristet. Also wir gehen davon aus, dass sie sehr lange hier bei uns sein werden. Und ja, sind Leihgaben der Uni Rostock und bleiben das hoffentlich auch für lange Zeit. Gut. Sie haben die Sendung ja auch verfolgt, die wir hier zum Abschluss bringen. Ich habe zwei weitere Neubuker Bürger vorgestellt. Sind das die einzigen, die noch so interessant waren? Oder gibt es da nochmal einen neuen Ansatz vielleicht? Natürlich nicht. Und wir laden Sie herzlich ein, wiederzukommen und noch über andere interessante Bürger zu berichten. Sie haben sich natürlich mit Tiede und Goldschmidt schon ein paar Prunkstücke rausgesucht, aber wir haben noch deutlich mehr zu bieten. Und dann lassen Sie mich fragen, auch hier im Museum, haben die auch hier ihren Platz? Ja, also wir haben unsere Ahnengalerie, wo berühmte Söhne und Töchter der Stadt dargestellt sind. Und hier im Haus ist auch die Anlaufstelle, wenn man was zur Chronik der Stadt Neubuko, der Schliemannstadt Neubuko erfahren will. Also hier
geht es nicht nur um Schliemann, sondern auch um Heimatkunde und Heimatgeschichte. Das heißt also auch Schüler aus den umliegenden Schulen sind hier Ihre Gäste. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können hier auch Gast sein. Schauen Sie vorbei. Also wir haben uns umgesehen. Es lohnt sich ganz bestimmt. Dankeschön für die kurzen Informationen und natürlich für die Zukunft hier viele, viele, viele Besucher. Und ich darf Ihnen sagen, es gibt eine nächste Zeitreise. Und wie sage ich immer zum Schluss, und das gilt auch für die heutige, bleiben Sie neugierig. Dankeschön für Ihr Interesse. Tschüss.